So, ihr Lieben, weiter geht's hier am Belaya mit dem Low-Level-Account. Mittlerweile auch schon ja, über Level 19 hinaus. 19 und ein paar zerquetschte. Wie habe ich geskillt? Wo habe ich die Skillpunkte reingehauen? Ich glaube, man sieht's schon. Also, ich habe tatsächlich die Punkte ins Spinfishing gekloppt. Das bedeutet, ja, hier mittlerweile die 5 Punkte in die Stationärrolle, 7 Punkte in die Spinning-Route, dann natürlich die Spinner, die man ja die ganze Zeit verwendet. Und jetzt habe ich noch 3 Punkte frei. Überlege gerade schon, ob ich die nochmal in die Wobbler reinstecke oder ob ich mir das irgendwie aufhebe und dann später hier nochmal auf die Karpfen und Pop-Up-Rigs und so weiter gehe. Wobei, wenn ich mir anschaue, wie viel XP das hier noch sind, also 60%, ich bin hier bei 40% und mache ja gar nicht so viel Grundangeln zurzeit, wird das eh noch ein wenig dauern. Das heißt, hier diese Points, jetzt bin ich 19, ab 20 gibt es dann 2 Punkte. Ja, das kann ich auch noch später skillen. Ich denke, ich haue jetzt hier die 3 Punkte auch nochmal in die Wobbler. Wobbler nutze ich, zap, 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 tatsächlich auch hier am Belaya. Ja, es ist mittlerweile wieder hell geworden, perfekt. Hier vorne stehe ich in letzter Zeit sehr häufig, hier an diesem kleinen Stein. 73, 48. Und gehen wir mal eben kurz rein in die Routen. Ja, haben wir noch hier auf A4. Gerade noch ein wenig mit den Gummifischen gejiggt. An der alten Festung auf Hecht. So, gehen wir mal ein bisschen massiver vor hier. Und dann auch hier die Terminator. Terminator schon ausgestattet mit Puschelhaken. Und das Ding jubeln wir jetzt hier raus. Nochmal eben kurz gucken. Das passt alles. Bremse noch ein bisschen weiter runter und raus damit. Und dann ist das erste, erstmal ein bisschen treiben lassen. Einfach erstmal so ein bisschen mit der Strömung treiben lassen und gucken, ob da was geht. Wenn ihr einen Köder habt, der in dieser Phase sofort Bisse erzeugt, dann ist das schon top. Dann ist das schon top. Ich habe jetzt hier die Einholgeschwindigkeit auf 10 gerade mal eingestellt. Und jetzt, zack, hat man gesehen, es ist die Schnur auf einmal stramm geworden. So ein ganz kleiner Ruckler. Und dann kann man so zwischendurch mal rein. Ganz locker. Und dann seht ihr schon, steht hier das Twitchen. Zack, kurze Drehpause. Zapp. Und dann einfach so ganz locker, Einholgeschwindigkeit 10. Hier jetzt natürlich auch das Ausnutzen der Strömung. Und wenn diese Schnur, die muss einmal schön durchhängen. Wenn die Schnur dann wieder, ja, dann kann man einfach wieder, wenn sie richtig durchhängt, nochmal wieder nachziehen. Und da geht einer rein. Und das ist halt dann auch nochmal eine recht entspannte Methode, hier auf, ja, zum Teil auch sehr große Brocken zu gehen. Also wenn man hier mit einem dicken Köder natürlich dran geht, wie so einem, bam, wie so einem Terminator, dann, geht das natürlich richtig gut rein. Das heißt, man hat auch gerne mal die etwas dickeren Brocken über ein Kilo hier dran. Oder die komplett untermaßigen mit 180 Gramm. Sensationell. Aber ihr seht, bam. Und der geht auch ein bisschen in die Bremse. Nochmal ein bisschen anschlagen. Wir hatten gerade hier im Ingame-Chat hatten wir auch gerade so ein bisschen noch die Diskussion über das ganze Ausschlitzen. Das Ausschlitzproblem ist natürlich zum Teil hausgemacht oder selbst hervorgerufen. Bäm, da haben wir doch eine schöne, dicke, fette 1 Kilo Esche. Schönes Ding. Es gibt halt verschiedene Faktoren. Der Haken ist natürlich immer ein Faktor, dass man erhöhtes Ausschlitzen hat. Es gibt den Faktor, dass man zu schnell
zum Beispiel, wenn es jetzt ein Biss da ist, sofort, bäm, rechte Maustaste und man zieht, man prügelt hoch. Man versucht den Drill halt irgendwie massiv durchzuziehen. Und das muss ja auch alles gar nicht sein. Also man muss erstmal gucken, dass man da ein bisschen lockerer und entspannter auch mit umgeht. Gucken wir mal, ob wir jetzt gleich hier erstmal einen rankriegen. Und dann, da haben wir einen. Und wenn ich jetzt hier sofort irgendwie die Route hochziehe und dann hart mit hier mit Shift auch noch einkurbel. Ich meine, bei diesen, ne, bei sowas ist das in der Regel kein Problem. Aber sowas will man ja auch nicht fangen. Man will ja die Dicken haben. Und wenn du dann so einen dicken Fisch an der Route hast, der natürlich auch ein Gegengewicht dann ist. Und dann ballert man da so massiv rein. Ja, dann kann das halt schon schneller passieren, dass der dann einfach, dass der Haken wieder rausgerissen wird. Und das heißt also, um das zu verhindern, auch da wieder mal Bremse runter. Auch beim Spinning. Gar kein Problem. Auch ein Ding, oder auch ein Punkt, wenn ihr merkt, beim Spinning, ihr habt Attacken vom Fisch, ihr schlagt an und flupp, er ist wieder weg. Das passiert häufig, ist mir eine ganze Zeit lang beim Hechtangeln passiert, speziell beim Topwater-Fischen. Ich habe dann zum Teil tatsächlich die Bremse unter 5 sogar, auf 5 oder unter 5 gehabt. Das heißt, der Hecht ging rein, dreht erstmal ein bisschen ab und zieht dann erst weg. Und dann war quasi, dann habe ich erst angeschlagen oder die Bremse quasi erst hochgedreht. Also diesen Moment, dass man wirklich dem Fisch noch ein bisschen die Zeit lässt, das quasi mit der runtergestellten Bremse ermöglicht. Und erst wenn er dann gezogen hat richtig, dann die Bremse hochgezogen, nochmal einen Anschlag gesetzt. Das hat richtig viel gebracht, ganz großer Unterschied. Gerade wie gesagt, aber beim Hechtangeln, die ja oftmals wirklich so, gerade beim Topwaterangeln von unten halt hochgeschossen kommen. Und ja, wenn die sich mit ihrem langen Körper dann noch nicht in Fluchtrichtung, also in Richtung der Schnur, die hauen ja dann irgendwie ab, nochmal umgedreht haben, hat das oftmals halt nicht richtig gehakt. Guck mal hier, nochmal eine schöne Forelle. Sehr schön. Das ist auch mal wichtig. 500 Gramm, 600 Gramm Forellen hier am Belaya immer schön aufheben. Für mögliche Aufträge. So, jetzt hier wieder ein bisschen treiben lassen. Ja, aber ihr seht, auch mit dem großen Gerät jetzt hier, mit den Terminatoren, lüppt das ganz gut. Gucken wir gerade nochmal eben rein in die Kunstköder. Genau, so ganz viel habe ich ja mittlerweile noch gar nicht zusammen. Also ich habe mir so eine Basis zusammengelegt an Ködern. Ich habe hier ein paar Basisfarben. Also so ein Standard in Silber, Standard Blau-Rot und so ein Gelb-Grün. Zack. Dann hier die paar Standard Aikila, die eigentlich immer wieder gut funktionieren. Und dann habe ich hier einmal durchprobiert für verschiedenste Farben. Einmal diese Dragonfly Bell Series 2. Also diese Dragonfly-Dinger. Sind das alle? Ich glaube, es sind alle Farben. Die kosten auch ein Appel und ein Ei. Die sind wirklich günstig. Da natürlich vernünftigere Haken genommen. Die dann noch mit drauf gemacht. Ganz gute Ergebnisse auch hier mit dem Schwarzen immer wieder gehabt. Also den Schwarzen immer mal wieder mit probieren. Vielleicht auch bei schlechtem Wetter oder bei Regen. Und ja, dann natürlich hier die Terminator. Die Terminator, wobei ich glaube zurzeit die besten Ergebnisse auch hier mit dem Pinken hatte. Aber auch da immer wieder wetterabhängig, immer wieder ein bisschen rumprobieren. Die sind halt vom Wurfgewicht ganz gut. Die passen hier auch bei der Medium-Light-Route passen die richtig gut rein. Und man kann eben hier dieses Twitchen immer wieder so ein bisschen auch üben. Und ja, ich glaube, um auf das Twitchen nochmal zurückzukommen, das wirft ja auch immer wieder Fragen auf. Wie und wo. Also es gibt verschiedenste Methoden. Hier ist einfach nochmal so ein kurzer Einblick auf das Twitchen, dass man halt wirklich zusieht, dass dieser Rhythmus da reinkommt. Man zieht den Köder und man lässt ihn dann ein bisschen Zeit. Zack. Also einmal ranziehen,
und dem Köder dann halt die Zeit lassen, dass er wieder aufsteigt. Damit das funktioniert, ist es natürlich auch nochmal wichtig, dass man den richtigen, ich tue mich halt immer schwer von richtig zu sprechen, aber einen passenden Köder dann verwendet. Und zwar sind das die F, die Floating, die schwimmenden Köder. Die sind halt dann auch entscheidend und funktionieren deutlich einfacher. Wenn man einen sinkenden Köder hat, der macht halt, den kann man auch gut twitchen, aber es ist halt deutlich schwieriger. Der sinkende bleibt halt im Wasser und man zieht ihn halt unter Wasser. Und die schwimmenden, man zieht ihn und er steigt wieder hoch. Und diese Aufstiegphase, die nutzt man jetzt quasi hier. Das heißt, der schwimmt jetzt hier, ich ziehe ihn einmal unter Wasser, jetzt steigt er wieder hoch, zack, unter Wasser, er steigt wieder hoch und triggert schon sofort. Das einfach ausnutzen und das zählt jetzt hier vom Belaya bis zum Ende der Welt. Das zählt halt wirklich für alle Level durch. Wenn ihr Probleme habt mit dem Twitchen oder gerade hier mit den Köderfischen oder mit den Hardbaits hier, das klappt irgendwie nicht oder ihr fangt damit nicht so richtig oder ihr kommt schlecht in die Führung rein, einfach mal die F-Varianten ausprobieren und gucken, ob es damit nicht ein bisschen leichter geht. Im Großen und Ganzen ist jetzt der nächste Schritt natürlich erstmal Silber machen. Ich bin jetzt hier Viertel nach 19 sozusagen. Und bis 20 hat es natürlich noch ein bisschen Zeit. Wenn ich auf die HSV gehe, dann brauche ich auch noch bis Level 22. Das heißt, bis dahin prügel ich jetzt im Großen und Ganzen eigentlich nur Spinning durch. Und versuche hier das Equipment ja wirklich maximal auszureizen. Ich bin jetzt bei 2500 Silber, die ich zusammengespart habe. Also die erste HSV ist quasi schon im Sack. Ja, jetzt muss ich bloß eben noch das Level erreichen. Und das Sinnigste ist, also in meinen Augen im Moment tatsächlich hier, das Spinning. Wenn ich zwischendurch keinen Bock mehr drauf habe, hier rumzustehen, entweder mache ich dann hier mit den Wobblern, dass ich dann hier so ein bisschen eine andere Action habe. Nicht immer nur mit den Spinnern. Oder es geht dann natürlich wieder an den Windenbach. Kleinzeug angeln. Ich habe gerade noch mal eben ein bisschen probiert, mit diesen Sorrentos hier an der Festung zu stehen. Das ballert schon ordentlich rein, ne? Das ballert schon rein. So 2-3 Kilo Schlein, beziehungsweise so 1-2 Kilo Schlein auf der 3 Kilo Route. Da ist schon Action angesagt. Und von daher, ich sag mal, die Effektivität ist da nicht so wirklich groß. Ich hatte jetzt in der letzten Nacht nochmal auf Aal probiert. Das letzte Aal-Video ist immer noch relativ aktuell, also an der gleichen Stelle gibt es immer noch Aal. Könnte also immer noch versuchen, schön auf dem fetten Tauwurm. Wechseln wir mal. Aber es ist deutlich weniger geworden schon. Nichtsdestotrotz, wenn ihr noch einen Aal braucht, kann man noch probieren. Geht noch. So. Und immer wieder natürlich auch die Frage, Mensch, am Belaya, wo stelle ich mich denn da hin? Überall. Überall am Belaya. Immer wieder ausprobieren. Verschiedenste Stellen. Rauf und runter laufen. Und dann einfach gucken hier. Schön. Zack. 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 Jetzt ist das hier schön mit der Strömung. Immer wieder rein twitchen. Und einfach ausprobieren an den verschiedensten Stellen. Hier waren jetzt zum Beispiel gerade auch noch ein paar Döbel dran, aber auch schon eine Esche und auch verschiedene Köder. Also einfach probieren, verschiedenste Köder, verschiedene Stellen mit verschiedenen Ködern, mit verschiedenen Einholgeschwindigkeiten. Und wenn ihr das dreimal durch habt sozusagen und es beißt nichts, nächster Spot.
Barsch. So, wie ist denn der Stand der Dinge jetzt gerade? Also, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgefischt, habe viel wieder rumprobiert und ausprobiert, bin jetzt am Ende bei den Spinnern gelandet und bin jetzt gerade wieder bei dem Aquila mit, ja, 4 Gramm, aber den grünlichen Aquila. Ja, da waren jetzt gerade ein paar schöne Eschen drauf, da geht gerade schon wieder eine Esche drauf. Und was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, diese Frage kommt auch regelmäßig und auch wirklich immer wieder im Livestream. Das, was ich jetzt hier gerade mache, also auswerfen und einkurbeln lassen, auch diese Frage kommt immer wieder im Livestream, ganz wichtig fürs Angeln hier am Belaya mit dem Spinner, dieses automatische Einkurbeln. Keine besondere Tastatur, kein Hack, was auch immer. Es ist einfach die Möglichkeit, über die Tastatur oder über den Nummernblock hier eine Taste zu belegen und dann festzustellen sozusagen. Schauen wir da nochmal eben kurz rein und ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Tipps zum Spinning für heute auch durch. Das heißt, reingehen hier in die Einstellung, dann hier in die Steuerung. Und was habe ich hier belegt? Ich habe einmal die linke Maustaste mit der 0 belegt und die rechte Maustaste nochmal mit dem Komma entfernen, steht bei mir hier drauf, am Nummernblock. Und diese beiden nutzt man dann aus. Das heißt, jetzt werfe ich hier mit der Maus und der linken Maustaste natürlich aus. Maximal. So, dann wechsle ich, gehe ich hier so in Position, dann bewegt sich hier auch nichts mehr. Dann wechsle ich jetzt hier auf die 0, drücke die 0, drücke Shift fürs schnelle Einkurbeln, lasse die 0 los, lasse Shift los und er kurbelt von alleine. Und schon der Biss. Ihr könnt natürlich dann auch, ne, das ist jetzt hier die rechte Maustaste, kann man verwenden, muss man aber nicht. Aber das ist das Wichtigste. Wenn ihr da allerdings wieder rauskommen wollt, und das müsst ihr ja irgendwann, ziehen wir den mal eben raus hier mit der rechten Maustaste. So. Wenn ihr jetzt wieder auswerfen wollt, also linke Maustaste, drückt die von alleine die ganze Zeit weiter. Das heißt, dann nochmal die 0 drücken. Das Ding fliegt raus. Wieder in Position gehen, 0 Shift, zack, und er geht von alleine. Also das super wichtig fürs entspannte Angeln mit Spinnern am Belaya. Super wichtig, um euch den Zeigefinger zu schonen. Ich habe das auch schon mehrfach im Stream gesagt. Es gibt, also ich hatte im ersten Jahr regelrecht Schmerzen in den Gelenken, weil je schwerer der Fisch war, desto mehr hat man natürlich die Maus zerdrückt. Und das dann über Stunden. Ja, das war mit Sicherheit nicht richtig gut. Und das macht natürlich hier gerade das Angeln mit dem Spinner absolut entspannter. Und ganz wichtig, dass man hier dann eben auch ganz locker dann damit angeln kann. Jetzt zum Beispiel bin ich hier, ja, automatisch im Einkurbeln, drückt zwischendurch nochmal Shift, weil da ist ja einer dran, dann kurbelt er nochmal schneller ein. Und dann hier einfach mit der linken, rechten Maustaste, zack, nochmal eben hochziehen. Ja, 800 Gramm Esche, perfekt. Auch wieder aufheben für einen Kaffeeauftrag. Ja, und was mir halt echt auffällt, dadurch, dass ich jetzt geskillt bin hier auf die Spinnroute, auf die Stationärrolle, ich komme weiter raus, da vorne bis zu den Steinen, da muss man ungefähr hinkommen. Man hat eine viel längere Zeit, jetzt hier einzuholen. Also im Moment, ich bin super zufrieden mit dem ganzen Account hier. Hab jetzt hier in den paar Minuten, ja, so von Viertel nach auf 20 nach vom Talentfortschritt oder von dem XP-Fortschritt weitergeangelt. Und ja, es lübt. Also, Belaya lübt. Wenn ihr da eine Stelle habt oder einen Köder habt, dann durchziehen. Ich hatte jetzt gerade noch ein bisschen, bin rauf und runter gelaufen in Richtung Norden. Da war es nicht so erfolgreich. Hab da jetzt bestimmt,
ja, ich sag mal, gut 10 Minuten, 15 Minuten rumprobiert und da war da nichts. Und jetzt hier auf dem Alkila zum Beispiel, da haben sofort die großen Eschen reagiert. Auch hier vorher noch mit den Terminatoren rumprobiert. Aber wenn es hier lübt, dann durchziehen, durchziehen, durchziehen. Übrigens noch eine Möglichkeit, wenn ihr speziell die Bachforelle sucht, mal mehr in diese Richtung da oben probieren und in diese Steine oder in Richtung der Steine da oben. Ich kann das ja mal eben probieren, ob da jetzt spontan wieder eine rangeht. Also von hier aus vielleicht und dann mehr so in die Richtung. Ist für mich immer so eine Möglichkeit oder eine erhöhte Möglichkeit auf Bachforellen. Speziell wenn man so im Turnier ist, man hat so ein kleines Wettangeln, und dir fehlt dann vielleicht noch die Bachforelle. Oder wenn es mir so geht, gehe ich immer hier hin, mehr zu den Enden. Und dann auch gerne mal mit etwas anderen Ködern. Jetzt probiere ich hier natürlich 2-3 Mal noch mit dem gleichen, mit dem grünen. Aber auch da gerne mal, gucken wir mal, vielleicht hier mit so einem goldenen. Gelb-golden. Oder einer der letzten Aikila-Köder. Die werden dann ja auch so gelblich-golden. Wenn ihr euch die schon leisten wollt. Aber dann tendenziell halt mehr so in diese Richtung hier. So, was haben wir da dran? Ja, schon mal eine kleine Bachforelle. Und da geht schon wieder was rein. Also, so lernt man dann eben auch Stück für Stück den Fluss oder das Gewässer hier Belaya gut kennen. Viel ausprobieren. Wie gesagt, immer verschiedene Köder probieren. Verschiedene Geschwindigkeiten mit den Ködern ausprobieren. Rauf und runter. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, fangt ihr hier auch einen fantastischen Barsch. So, genug geangelt. Gehen wir mal verkaufen. Im Café ist gerade nichts drin. Hier gehen wir mal eben durch. Also 100, 165 Silber wieder zusammen. Also man kommt hier wirklich auf einen ganz guten Schnitt. Man kann hier regelmäßig, einfach auch so im Bereich halt von 150, 200 bis 300 Silber machen. Das lübt. Ich bin jetzt hier quasi auf dem Weg zu den 3000 Silber. Und werde hier hauptsächlich halt weiterziehen. Wahrscheinlich, ja, ich sag mal, bis Level 22 rum. Und dann mal gucken, ja, was dann weitergeht. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung dieser Account hier geht. Ob ich nochmal schwerpunktsmäßig auf Spinning gehe. Vielleicht resette ich auch irgendwann alles. Ich habe ja immer noch mein Zurücksetzen hier frei. Vielleicht haue ich irgendwann auch alles zurück. Gehe dann auf was ganz anderes. Aber im Moment pushe ich ihn jetzt erstmal hoch mit Spinning. Vorteil vom Spinning, eine Route, die wirklich eine gute Qualität hat. Einmal viel Geld ausgegeben und damit kann ich jetzt sehr viel Geld generieren. Wenn ich dann doch zwischendurch mal Bock habe aufs Grundangeln, habe ich diese ganz billigen Grundrouten immer noch. Für den Windenbach funktioniert es halt super. Und da reicht es in der Regel auch. Auch am Windenbach kann man richtig gut Kohle machen. Gerade im Anfängerbereich. Also um die 100 bis, na, ich sag mal, wenn es gut läuft, 200 Silber kriegt man da auch hin in der Stunde. Gas geben weiter. Weiter noch ein bisschen leveln. Und für euch Petri, wenn ihr Fragen habt, runterschreiben in die Kommentare oder in den Livestream kommen. Feierabend TV auf Twitch. Und ja, dann sehen wir uns da oder halt im nächsten Video. Bis dahin, Petri.